kann eine Frau in einen Zustand geraten, wo sie alles tut, was gegen sie spricht. Nämlich die Rolle als Mutter, die Rolle als Frau, die Rolle als Fürsorgerin und so weiter. Ehepaar, das über die ganzen Wirrnisse ihres Lebens müde geworden ist aneinander. Der Mann, wie immer, meint, er muss sesshaft werden und eine jüngere Frau nehmen, ist dieser anstrengenden Dame Medea nicht mehr gewachsen. Das Besondere an der Medea ist, dass sie eigentlich eine die Wildheit oder die Andersartigkeit total überwundene Person ist, die genauso parliert in der Sprache ihres Gegenübers und trotzdem etwas anderes mit sich bringt, nämlich nicht beherrscht die Kunst der Intrige und die Kunst der politischen Ränkespiele. Interessant für mich war jetzt sozusagen die Begegnung mit diesem Stück von Charpentier und Thomas Corneille. Was das Besondere an dieser Version ist, im Gegensatz zu dem, was Euripides schon als großes Tabubruch damals gemacht hat. Es handelt sich hier um ein Theaterstück und nicht um eine Oper. Das ist das ganz, ganz Besondere. Und ich habe so etwas bei den vielen Operninszenierungen, die ich gemacht habe, so nah am Schauspiel noch nie erlebt.